Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zur heutigen Sprechstunde des AK Altona. Ich freue mich über alle, die den Weg hier zu uns gefunden haben. Würde mich kurz vorstellen. Mein Name ist Felix Meinke. Ich bin Oberarzt hier in der Abteilung für Kardiologie und verantworte unter anderem den Bereich der sogenannten strukturellen Herzerkrankungen. Und darunter fallen unter anderem auch die Erkrankungen der Herzklappen. Und das ist das Thema, über das ich heute Abend mit Ihnen sprechen möchte und Ihnen einen kleinen Einblick geben möchte, was uns in diesem Feld bewegt. Dann, genau, ich möchte heute mit Ihnen zunächst darüber sprechen, wofür brauchen wir Herzklappen überhaupt? Was sind Herzklappen? Dafür ist es wichtig zu verstehen, wie funktioniert eigentlich der Blutkreislauf. Das ist das erste Thema. Dann geht es darum, welche Herzklappenerkrankungen gibt es überhaupt bei Erwachsenen? Wie kann ich die diagnostizieren? Welche Symptome gibt es, auf die man achten muss oder die einem entsprechende Hinweise geben? Was machen wir in der Klinik dann möglicherweise noch weiterführend? Und wie können diese Krankheiten am Ende behandelt werden? Wenn wir damit anfangen, wie der Blutkreislauf funktioniert, dann ist es so, dass wir zwei Kreislaufsysteme unterscheiden. Wenn wir dem Blutfluss da so ein bisschen folgen, dann ist es so, wir starten hier im linken Teil des Herzens, in der linken Herzhauptkammer. Dort wird sauerstoffreiches Blut in den Körper gepumpt. Das ist das, was wir dann als Schlagaderblut sozusagen wahrnehmen können, was sich durch den Körper verbreitet und dann den Sauerstoff letztendlich im Gewebe abgeben kann. Dann fließt das venöse, sauerstoffarme Blut zurück zum Herz. Auch das ist etwas, was wir ja so im Körper wahrnehmen können und kommt dann auf der rechten Seite des Herzens wieder an, im rechten Herzvorhof, gelangt in die rechte Herzhauptkammer, den sogenannten rechten Ventrikel, und wird von da aus dann in den Lungenkreislauf oder auch kleinen Kreislauf genannt, gepumpt, wieder mit Sauerstoff angereichert, Kohlendioxid wird abgegeben. Dann geht das Ganze zurück zum Herz, landet wieder auf der linken Seite des Herzens, im linken Herzvorhof. Und von dort aus geht das Ganze wieder von vorne los. Damit dieser Kreislauf in dieser Reihenfolge so funktioniert, brauchen wir Ventile und das sind eben unsere Herzklappen. Diese Herzklappen haben also im Wesentlichen zwei Aufgaben. Zum einen sicherzustellen, dass der Blutfluss in die richtige Richtung ungehindert stattfinden kann und zum anderen zu verhindern, dass das Blut in die falsche, also entgegengesetzte Richtung fließen kann, also klassische Ventilmechanismen eigentlich. Wenn wir uns das Herz ein bisschen genauer anschauen und vielleicht nochmal so ein bisschen dem Fluss von eben folgen, dann beginnen wir hier im linken Herzvorhof, haben also sauerstoffreiches Blut, was aus der Lunge gerade zurückkommt und kommen dann hier durch die sogenannte Mitralklappe in die linke Hauptkammer. Von dort aus geht es dann durch die Aortenklappe in die Aorta, also die Hauptschlagader, die das Blut dann durch den gesamten Körper verteilt. Das sauerstoffarme Blut kommt dann zurück hier in den rechten Herzvorhof und gelangt durch die sogenannte Tricuspidalklappe in die rechte Hauptkammer und geht von dort aus dann durch die Pulmonalklappe, die hier nicht auf dem Schaubild gezeigt ist, wieder in die Lunge. Dass die Pulmonalklappe hier nicht zu sehen ist, die vierte im Bunde sozusagen, ist nicht ganz so schlimm, denn tatsächlich ist es so, dass zumindest bei Erkrankungen von Erwachsenen, also erworbenen Herzklappenproblemen, die Pulmonalklappe auch eine untergeordnete Rolle spielt. Deswegen werde ich da im Weiteren eigentlich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Grundsätzlich können alle vier Klappen von Erkrankungen betroffen sein. Man unterscheidet im Wesentlichen zwei Probleme, die bestehen können. Das eine ist eine Undichtigkeit, eine sogenannte Insuffizienz, die bedeutet, dass das Blut eben nicht nur in die richtige Richtung, sondern auch zurück in die falsche Richtung fließen kann. Das zweite ist die Verengung der Herzklappe, die sogenannte Stenose, die bedeutet, dass der Blutfluss in die richtige Richtung behindert ist. Diese Insuffizienzen können verschiedene Ursachen haben. Das können Defekte der Klappen selber sein. Diese Klappen bestehen aus einzelnen Teilen, die man Segel oder Taschen nennt. Die können letztendlich Defekte aufweisen. Manchmal ist das auch Folge von anderen Herzerkrankungen, also Herzschwäche zum Beispiel, die zu einer Erweiterung der Herzkammern führt, kann typischerweise auch dazu führen, dass Herzklappen dann in der Folge betroffen sind und undicht werden. Es können auch Entzündungen der Herzklappen auftreten, die dann dazu führen, dass eben diese Taschen oder Segel beschädigt werden. Stenosen, also Verengungen, entstehen vor allem durch Kalkablagerungen auf den Klappen, etwas, was häufig eine
Erkrankung des höheren Lebensalters ist und was auch letztendlich vor allem die Mitral- oder Aortenklappe betreffen kann, aber theoretisch auch alle anderen. Auch das kann mal Folge einer Entzündung sein. Welche Herzklappenerkrankungen gibt es, die für uns in den klinischen Alltag, in der Behandlung erwachsener Patienten eine Rolle spielen? Das ist zunächst mal, wenn wir uns ein bisschen an die Reihenfolge des Blutflusses von eben halten, die sogenannte Mitralklappeninsuffizienz, also eine Undichtigkeit der Mitralklappe, die sich zwischen dem linken Vorhof und der linken Hauptkammer befindet. Was passiert? Das Blut kann entgegen der eigentlich vorgesehenen Richtung von der linken Hauptkammer wieder zurück in den linken Vorhof fließen. Das führt zu einem Rückstau des Blutes, das sich letztendlich auch in die Lunge stauen kann und das dann zu ganz charakteristischen Problemen führt, auf die ich gleich nochmal ein bisschen näher eingehen werde. Die Aortenstenose ist das zweite sehr häufige Krankheitsbild, was wir sehen, betrifft also die Klappe hier zwischen der linken Hauptkammer und der Hauptschlagader. Diese Klappe ist häufig von einer Verkalkung betroffen, vor allem im höheren Lebensalter. Und das führt dazu, dass einfach die linke Herzkammer viel mehr Arbeit aufwenden muss, um das Blut in den Körper pumpen zu können. Das ist die sogenannte Aortenklappenstenose. Und die dritte Erkrankung, die zahlenmäßig bei uns eine große Rolle spielt, ist die sogenannte Tricuspidalklappeninsuffizienz. Das betrifft also hier die Klappe zwischen rechtem Vorhof und rechter Hauptkammer, die Tricuspidalklappe, die ebenfalls undicht sein kann. Das führt in diesem Fall dazu, dass sich das Blut zurückstauen kann in den Körperkreislauf, also in das, was vor dem Herz kommt. Das ist zum Beispiel die Leber oder auch alles andere, was sozusagen das rückfließende Blut betrifft und zu was für Beschwerden das führt. Dazu komme ich gleich nochmal. Woran kann ich erkennen, dass möglicherweise eine Herzklappenerkrankung vorliegt? Welche Symptome gibt es? Das wichtigste Symptom ist sicherlich die Luftnot unter Belastung. Dyspnoe genannt. Das heißt, wenn Sie merken, beim Treppensteigen zum Beispiel oder etwas schnellerem Gehen, wenn vielleicht nochmal der Bus schnell erreicht werden muss, dass man dann merkt, dass man einfach bei Belastungen schon aus der Puste ist, bei denen man das normalerweise nicht wäre. Das ist ein Zeichen, was immer darauf hindeutet, dass zunächst mal ganz allgemein etwas mit dem Herz möglicherweise nicht in Ordnung ist und das kann eben unter anderem ein Problem der Herzklappen sein. Ganz charakteristisch sind Wassereinlagerungen. Das betrifft häufig vor allem die Beine und die Unterschenkel und Knöchel. Das kann man ganz gut eigentlich auch selber bei sich beobachten, führt häufig auch zu einer Gewichtszunahme. Das ist auch etwas, was viele Patienten feststellen, wenn sie sich täglich auf die Waage stellen, dass man dieses Wasser einfach auch als Gewicht dann feststellen kann. Das Wasser kann sich nicht nur in den Beinen, sondern auch im Bauch ansammeln. Das nennt man Aszitis und ist vor allem bei Patienten ein Thema, die unter dieser Tricuspidalinsuffizienz leiden. Das erkennt man möglicherweise nur durch Ultraschalluntersuchungen und selber vielleicht manchmal dadurch, dass der Bauchumfang zunimmt. Das kann natürlich auch noch andere Gründe haben, aber manchmal verbirgt sich dahinter eben auch dann nicht das gute Essen, sondern eine Wasseransammlung. Ein weiteres Symptom, was auftreten kann, ist die sogenannte Angina pectoris, also Brustenge unter Belastung. Das fühlt sich an, als wenn vielleicht jemand auf den Brustkorb draufdrückt von außen, auch eben typischerweise zum Beispiel beim Treppensteigen. Das ist etwas, was man häufig bei der Aortenklappenstenose sehen kann. Und dann gibt es plötzliche, kurz andauernde Bewusstlosigkeiten, sogenannte Synkopen, ebenfalls häufig bei der Aortenklappenstenose, die eben auch ein Warnhinweis in diese Richtung sein können. Wichtig ist, dass alle diese genannten Symptome eher unspezifisch sind. Die können auch bei ganz vielen anderen Erkrankungen auftreten, manchmal auch ohne Krankheitswert. Das heißt, diese genannten Symptome müssen vor allem dazu führen, dass ganz allgemein ein Arzt aufgesucht wird, eine Untersuchung stattfindet, das Herz angeschaut wird und geschaut wird, ob was am Ende dahinter steckt. Es kann eine Herzklappenerkrankung sein, aber es können genauso auch Durchblutungsstörungen am Herzen sein, die diese Symptome verursachen oder eine eingeschränkte Pumpleistung des Herzmuskels, eine sogenannte Herzschwäche oder Herzinsuffizienz. Das heißt, aus diesen Symptomen kann noch nicht ganz eindeutig abgeleitet werden, dass es jetzt wirklich hier um eine Erkrankung der Herzklappen geht.
Wenn man den Weg zum Arzt gefunden hat und eine Herzklappenerkrankung vermutet wird, was geschieht dann weiter? Natürlich zunächst eine körperliche Untersuchung. Es wird geschaut, ob eben solche Wassereinlagerungen im Bauch oder in den Beinen zu sehen ist oder auch in der Lunge oder um die Lunge herum. Das wäre auch ganz typisch. Ob es Herzgeräusche gibt, also die Auskultation, das Abhören des Herzschlages bietet dann schon einen Hinweis darauf, dass möglicherweise ein Herzklappenproblem vorliegen kann. Und die letztendliche Sicherheit bietet dann ein Ultraschall des Herzens, die sogenannte Echokardiographie, die alle ambulant tätigen Kardiologen und auch manche ambulanten Hausärzte anbieten und die ohne die man letztendlich die Diagnose einer Herzklappenerkrankung nicht stellen kann. Es gibt dann weiterführende Diagnostik, die sich dann anschließt, die häufig in Kliniken oder spezialisierten Praxen durchgeführt wird. Das beinhaltet normalerweise dann eine Herzkatheteruntersuchung, bei der die Durchblutung des Herzens untersucht wird, oder auch eine Ultraschalluntersuchung durch die Speiseröhre, bei der der Blick auf die Herzklappen noch einmal etwas besser möglich ist als von außen, weil die Speiseröhre letztendlich direkt am Herz vorbeiläuft und von daher der Weg sehr viel kürzer ist als von außen. In manchen Fällen sind auch Untersuchungen wie Computertomografien erforderlich. Da zeige ich Ihnen gleich nochmal Beispiele. So würde ein Ultraschallbild eines Herzens aussehen, typischerweise von außen, also durch den Brustkorb. Und das ist mal ein Beispiel für eine der Herzklappenerkrankungen, die ich eben genannt habe, nämlich die sogenannte Mitralinsuffizienz. Wir sehen hier den linken Ventrikel, also die linke Hauptkammer, hier vorne den linken Vorhof. Und wir können jetzt den Blutfluss in dieser Ultraschalluntersuchung darstellen mit dem sogenannten Dopplersystem, das uns also anzeigt, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Menge Blut hier in welcher Richtung durchs Herz fließt. Und das, was Sie hier sehen können, diesen bunten, wir nennen das Jet, also diesen Farbstrahl hier, das ist Blut, was von der linken Hauptkammer in Richtung linken Vorhof fließt. Und wenn Sie sich erinnern an das, was ich eben über die Funktion des Kreislaufs gesagt habe, dann soll da eigentlich gar nichts fließen. Und das ist hier aber eine ganze Menge. Das wäre also das typische Bild einer Mitralklappeninsuffizienz. Hier, was man hier auch sehen kann, ist die Tricuspidalklappe. Das ist dieses hier im Bild. Die ist jetzt hier nicht mit Farbe dargestellt, aber eine Tricuspidalinsuffizienz würde ein ganz ähnliches Bild zeigen, nur eben auf der anderen Seite des Herzens. Das sind jetzt Bilder, wie man sie über eine Ultraschalluntersuchung durch die Speiseröhre bekommen kann. Dreidimensionale Aufnahmen. Wir schauen von oben auf die Mitralklappe und können schön sehen, wie die hier einmal auf der linken Seite im geschlossenen und einmal rechts im geöffneten Zustand zu sehen ist. Es bietet uns also ganz tolle Möglichkeiten, um genau zu verstehen, was an diesen Herzklappen nicht in Ordnung ist, um dann am Ende auch entscheiden zu können, was man therapeutisch unternehmen kann. In manchen Fällen ist es sinnvoll, diese Ultraschalldiagnostik zu ergänzen, um eine Computertomographie, also eine Schichtröntgenaufnahme, die uns ebenfalls ganz tolle und detaillierte Bilder des Herzens liefern kann. Das ist hier mal so ein Beispiel eines solchen CT-Bildes, wo Sie also die beiden Herzhauptkammern hier sehen können und Sie würden hier ungefähr die beiden Herzklappen sehen, hier die Tricuspidal und hier die Mitralklappe. Die Klappen selber sieht man hier nicht so gut, man sieht hier eher die umgebenden Strukturen. Und was man im Röntgen immer gut sehen kann, ist alles, was mit Kalk zu tun hat. Deswegen ist das eine Untersuchung, die zum Beispiel bei der Aortenstenose, das habe ich Ihnen eben gesagt, ein Krankheitsbild, was mit einer Verkalkung der Klappe einhergeht, zum Einsatz kommt. Das ist hier ein Aufblick auf die Aortenklappe, die aus drei Teilen besteht. Das kann man, glaube ich, hier ganz gut erahnen. Drei sogenannte Taschen. Und Sie sehen, alles, was weiß ist hier im Bild, ist Kalk. Das gehört da eigentlich nicht hin. Und das wäre also ein Beispiel einer verkalkten, stenosierten Aortenklappe, wie man sie im CT sieht. Und diese CT-Untersuchungen sind für uns gar nicht nur unbedingt ein Mittel der Diagnostik, wo wir also den Schweregrad oder das Vorliegen einer Herzerkrankung feststellen, sondern es geht auch darum, dann die Therapie zu planen. Denn es bietet uns eben zum Beispiel die Möglichkeit, wie man hier auf dem rechten Bild sieht, diese Herzklappe ganz genau auf den Millimeter genau zu vermessen. Wenn es dann darum zum Beispiel geht, sich zu überlegen, wie groß eine Prothese sein müsste, die diese Herzklappe dann ersetzen soll. Und da sind wir dann auch schon bei der Therapie. Das ist hier nochmal ein Bild, das ist ebenfalls wichtig für die therapeutische Planung, vor allem für die Behandlung der Aortenstenose.
und bietet uns ebenfalls diese Computertomographie, also eine Darstellung des gesamten übrigen Körpers eigentlich, mit der Hauptschlagader, die hier einmal durch den Körper läuft, das können Sie sehen, bis in die Beine. Das ist wichtig für die Therapie. Ich zeige Ihnen gleich nochmal, warum. Aber ich glaube, es ist für jeden erkennbar, was das wirklich für tolle diagnostische Mittel sind, die uns da heutzutage zur Verfügung stehen und welchen tollen Einblick wir da in den menschlichen Körper eigentlich bekommen können. Ich möchte jetzt so ein bisschen auf die einzelnen Krankheitsbilder noch eingehen und würde beginnen mit der Aortenklappenstenose. Wir haben eben schon das CT-Bild gesehen mit dem Aufblick auf die Klappe. So sieht das hier schematisch aus. Es gibt also drei sogenannte Taschen, die man hier im geschlossenen Zustand gut sehen kann und die sich eben, wenn das Blut in den Körper ausgeworfen wird, entsprechend öffnen können. Und im Falle einer erkrankten Aortenklappe, also einer verkalkten Aortenklappe im Regelfall, ist es so, dass man im geschlossenen Zustand eigentlich gar keinen großen Unterschied sieht. Vielleicht ist hier so ein kleiner Bereich in der Mitte zu sehen, wo man meinen könnte, da ist vielleicht auch eine kleine Undichtigkeit, die da entsteht. Aber eigentlich ist das hier nicht das Problem. Das Problem ist in dem Moment, in dem die Klappe eigentlich geöffnet sein sollte. Denn dann, das sehen wir hier, ist eben die Öffnung sehr viel kleiner, als sie es eigentlich sein sollte. Und das bedeutet, das Herz muss sehr viel mehr Kraft aufwenden, um das Blut in den Körper pumpen zu können. Und das ist auf Dauer ein Problem für den Herzmuskel. Denn der Herzmuskel ist zwar ein Muskel wie andere auch und reagiert auf vermehrte Belastung damit, dass er trainiert wird. Das ist leider beim Herzmuskel weniger erstrebenswert als vielleicht bei anderen, denn zu viel Training und eine zu ausgeprägte Vergrößerung des Herzmuskels führt dann zu einer Einschränkung der Funktion über die Zeit. Was kann man tun? Hier rechts vielleicht nochmal so ein Bild, das ist also tatsächlich eine Aortenklappe, die verkalkt ist und die chirurgisch entfernt worden ist. Und man kann also sehen, das sind alles hier so riesige Kalkbrocken, die man hier richtig erkennen kann. Hier unten ist vielleicht noch so ein Rest des eigentlichen Klappengewebes, so wie es aussehen sollte. Und alles andere hier gehört da eigentlich gar nicht hin. Es gibt letztendlich für alle Klappenerkrankungen, die ich Ihnen jetzt nenne, drei verschiedene Therapiemöglichkeiten. Die medikamentöse Therapie spielt für die Aortenklappenstenose eine untergeordnete Rolle. Es gibt zwar die Möglichkeit, bestimmte Symptome zu lindern, indem man zum Beispiel entwässernde Medikamente gibt oder blutdrucksenkende Medikamente. Das kann aber das Problem an der Herzklappe eigentlich nicht lösen und spielt deshalb eigentlich nur für ganz wenige Patienten hier eine Rolle. Natürlich gibt es die Möglichkeit, diese Herzklappe chirurgisch zu behandeln. Das bedeutet im Regelfall, dass die Klappe ersetzt wird durch eine Klappenprothese, durch den Herzchirurgen. Dafür ist eine Eröffnung des Brustkorbes notwendig, Anschluss an die Herz-Lungen-Maschine. Dann wird die alte Klappe entfernt. Das sieht dann eben so aus wie dieses Bild hier auf der rechten Seite und eine Klappenprothese eingenäht. Für Patienten, für die ein solcher Eingriff zu risikoreich wäre, gibt es ein weiteres Verfahren. Wir nennen das interventionell und interventionell bezeichnet eigentlich in der Kardiologie immer alles, was mit dem Katheter funktioniert. Man kann also mit einem Katheter in der Regel von der Leiste aus ebenfalls eine Herzklappenprothese einbringen. Das nennt sich TAVI, dieses Verfahren, und bietet eben die Möglichkeit, eine Prothese zu platzieren, ohne dass der Brustkorb eröffnet werden muss und ohne dass die Herz-Lungen-Maschine eingesetzt werden muss. Man könnte also meinen, ein schonenderes Verfahren. Welches Therapieverfahren kommt jetzt für wen in Frage? Wie wird das entschieden? Grundsätzlich muss man sagen, dass die Entscheidung über die Behandlung aller dieser Klappenprobleme immer im sogenannten Herzteam fällt. Das heißt, ein Kardiologe, ein Herzchirurg und ein Anästhesist müssen sich zusammensetzen, müssen sich alle Befunde anschauen, müssen sich den Patienten anschauen und müssen sich dann gemeinsam eine Meinung dazu bilden, welches das beste Therapieverfahren ist. Und die Faktoren, die man dabei berücksichtigt, sind das Alter des Patienten natürlich, Begleiterkrankungen und insgesamt das Risiko eines Patienten im Falle einer großen herzchirurgischen Operation Komplikationen zu erleiden. Einerseits, andererseits auch die technische Machbarkeit eines Kathetereingriffs. Und diese ganzen Faktoren führen dann am Ende zu einer Entscheidung. Deswegen kann ich Ihnen hier auch kein ganz klares Kochrezept präsentieren und Ihnen sagen, Person X wird immer mit dem Katheter behandelt, Person Y wird immer chirurgisch behandelt, sondern am Ende ist es immer eine Einzelfallentscheidung. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, je älter Patienten sind, je mehr Begleiterkrankungen vorhanden sind, desto eher wird man sich für einen Kathetereingriff entscheiden. Wie funktioniert dieser Kathetereingriff? Ich habe Ihnen hier mal
Bilder mitgebracht. So wie hier auf der rechten Seite sehen diese Katheter platzierten Prothesen aus. Diese Prothesen sind natürlich viel zu groß, um sie so einfach von der Leiste einzuführen. Das heißt, sie werden zunächst zusammengepresst, auf dem Katheter aufgebracht und dann erst an Ort und Stelle freigesetzt. Das heißt, der Katheter wird im Regelfall über die Leistengefäße, es gibt Alternativen, aber sicherlich 90% der Fälle über die Leistengefäße, durch die Hauptschlagader bis zum Herz gebracht, kommt dann hier an und dann wird die Prothese, in diesem Fall hier, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber in diesem Fall durch die Erfaltung eines Ballons, dann auf die eigentliche Größe gebracht und in der Position der Aortenklappe positioniert. Die alte Klappe bleibt in diesem Fall, wo sie ist. Sie wird einfach nur zur Seite gedrückt und der Kalk der alten Klappe ist gleichzeitig der Anker für die neue Klappe. Das heißt, diesen Kalk, den brauchen wir in diesem Fall sogar. Das wäre die interventionelle Therapie der Aortenstenose. Das zweite wichtige Krankheitsbild habe ich schon genannt, ist die Mitralklappeninsuffizienz, wo also diese Mitralklappe zwischen dem linken Vorhof und der linken Hauptkammer undicht ist. Und so wie hier in dem Schema dargestellt, Blut vom linken Ventrikel in den linken Vorhof zurückfließen kann. Auch hier gibt es wieder die genannten drei Therapieoptionen. Die medikamentöse Therapie spielt hier eine etwas größere Rolle als bei der Aortenstenose. Man kann mit blutdrucksenkenden Medikamenten bei manchen Patienten, insbesondere bei Patienten, die vielleicht eine nicht ganz so ausgeprägte Undichtigkeit dieser Klappe haben, schon einen guten Effekt erreichen. Und für manche Patienten ist das ausreichend. Wenn das nicht ausreichend ist, dann gibt es wieder die beiden Möglichkeiten. Es gibt zum einen die Möglichkeit einer chirurgischen Therapie, mit der Öffnung des Brustkorbes. Da wird im Regelfall versucht werden, die Herzklappe zu reparieren. Das gelingt bei der Mitralklappe auch in vielen Fällen. Da muss keine Prothese eingesetzt werden. In einigen Fällen muss aber auch ein Ersatz durch eine Prothese erfolgen. Und auch hier gilt für Patienten, für die dieser chirurgische Eingriff zu risikoreich ist, gibt es interventionelle, also katheterbasierte Verfahren, auch diese Herzklappe zu behandeln. Allerdings ist es hier ganz anders gelagert als bei der Aortenstenose, denn hier ist es sehr viel schwieriger, eine Prothese einzubringen. Das heißt, auch bei der katheterbasierten Therapie ist es so, dass wir im Regelfall versuchen, die Klappe zu reparieren. Das funktioniert mit einer Art Klammersystem, das hier über einen Zugang über die Vene eingeführt wird, dann hier in den linken Vorhof gebracht wird. Und dann ja, gibt es, wie gesagt, so etwas, so eine Art Klammer, die die beiden Segel der Mitralklappe fängt und zusammenführt. Das kann man hier in der Aufsicht auf der rechten Seite nochmal sehen. Normalerweise haben wir also hier eine Öffnung dieser Klappe, so wie ich Ihnen das eben auch schon mal gezeigt habe. Und hier in der Mitte sehen Sie jetzt diese Klammer, die die beiden Segel in der Mitte zusammenhält. Und mit diesem Zusammenhalten gelingt es in vielen Fällen sehr gut, diese Undichtigkeit zu reduzieren oder ganz zu beseitigen. Das ist also für Patienten, für die eine klassische Operation zu risikoreich wäre, inzwischen eine sehr gute Behandlungsoption. Ist auch etwas, was bereits seit weit mehr als 10 Jahren in der klinischen Routine durchgeführt wird. Da sind also weit über 100.000 Menschen mit behandelt worden, schon weltweit, und etwas, womit wir sehr viel Erfahrung haben und was wir inzwischen sehr routiniert und auch mit guten und vorhersehbaren Ergebnissen einsetzen können. Das dritte wichtige Krankheitsbild für uns im klinischen Alltag, was Erwachsenen Patienten mit Herzklappenproblemen eine wichtige Rolle spielt, ist die Tricuspidalklappeninsuffizienz. Auch hier wieder die drei Möglichkeiten. Die medikamentöse Therapie beinhaltet für diese Patienten im Regelfall vor allem entwässernde Medikamente. Auch hier ist eine chirurgische Therapie möglich. Tatsächlich ist es so, dass die chirurgische Therapie der Tricuspidalinsuffizienz häufig in Verbindung mit der Korrektur von anderen Herzerkrankungen geschieht. Denn die Tricuspidalinsuffizienz besteht häufig nicht alleine, sondern ist häufig Folge von anderen Problemen. Das kann zum Beispiel auch eine Aortenstenose oder eine Mitralinsuffizienz sein. Das kann aber auch eine Herzschwäche sein, einfach mit einer eingeschränkten Pumpleistung der linken Herzkammer. Häufig ist es dann eben die Tricuspidalklappe, die als Folge davon undicht wird. Und wenn ein chirurgischer Eingriff aus anderer Ursache erfolgt und die Tricuspidalklappe undicht ist, dann wird die im Regelfall auch chirurgisch mit
repariert. Es gibt aber viele Patienten, gerade in diesem Klappenbereich, die für die ein chirurgischer Eingriff zu risikoreich wäre. Und für diese Patienten gibt es auch wiederum interventionelle Möglichkeiten, auch diese Klappe zu behandeln. Das ist auch hier im Wesentlichen ein ganz ähnliches Klammersystem, wie wir es eben schon bei der Mitralklappe gesehen haben. Tatsächlich unterscheiden sich diese Systeme in Details, aber das Grundprinzip ist eigentlich das gleiche, dass wir von der Leiste aus, hier im Herzkatheterlabor habe ich immer so ein Bild mitgebracht, wie sowas in der Praxis aussieht, einen Katheter vorbringen, der dann durch die untere Hohlvene hier zu dieser Tricuspidalklappe kommt. Und dann gibt es eben diese kleine Klammer, mit der die Segel dieser Klappe gegriffen werden können. In der Tricuspidalklappe ist es so, dass man in den meisten Fällen 2 oder sogar 3 dieser Klammern benötigt, um eine Abdichtung zu erreichen. Und dann ist es aber eben häufig möglich, für diese häufig eher etwas fortgeschrittener erkrankten oder begleiterkrankten Patienten, auch Patienten im höheren Lebensalter, eine Besserung ihrer Beschwerden zu bringen. Das ist bei der Tricuspidalinsuffizienz in diesem Fall, das hatte ich eingangs schon erwähnt, vor allem das Wasser in den Beinen und das Wasser im Bauch, was viele Patienten in ihrer Lebensqualität sehr stark einschränkt und was sich häufig über diesen Eingriff sehr gut beheben und verbessern lässt. So dass ich schon zusammenfassen möchte, vielleicht einmal ganz kurz zunächst rechts im Bild. Es gibt 4 Herzklappen insgesamt. 3 davon betreffen uns oder beschäftigen uns vor allem, wenn wir erwachsene Patienten behandeln. Und für alle 3 dieser Klappen gibt es interventionelle, also katheterbasierte Verfahren der Behandlung. In der Aortenklappe bedeutet das im Regelfall den Ersatz durch eine Prothese. Dafür gibt es eben diese Prothesen, die wir durch die Leiste einbringen können und platzieren können. Für die Mitral- und die Tricuspidalklappe ist es so, dass in über 90% der Fälle eine Reparatur möglich ist mit diesen katheterbasierten Klammersystemen. Ist das in Einzelfällen nicht möglich, so gibt es auch für beide Klappen die Möglichkeit, über ein Katheterverfahren einen Ersatz der Klappe durchzuführen. Das ist aber tatsächlich etwas, was wenigen Patienten vorbehalten ist, bei denen diese Reparatur nicht möglich ist. Die Symptome dieser Erkrankung, auf die Sie achten müssen und die immer ein Alarmsignal sein sollten, sind vor allem Luftnot, Brustenge bei Belastung und Wassereinlagerung. Tritt so etwas auf, sollte immer ein Arzt aufgesucht werden und man muss bei diesen Symptomen immer an das Herz denken. Es muss nicht immer ein Klappenproblem sein, kann auch etwas anderes sein, aber man muss auf jeden Fall das zum Anlass nehmen, um das Herz genau zu untersuchen. In vielen Fällen, wenn es sich um ein Herzklappenproblem handelt, ist eine weiterführende Diagnostik mit Ultraschall durch die Speiseröhre, Herzkatheteruntersuchung oder Computertomographie notwendig. In vielen Fällen ist es heutzutage möglich, die Therapie dieser Klappenerkrankungen mit dem Katheter durchzuführen. Allerdings ist es so, dass auch weiterhin die chirurgische Therapie in einigen Fällen Vorteile bietet und immer noch einen wichtigen Stellenwert in der Therapie der Herzklappenerkrankungen hat, vor allem bei jüngeren Patienten. Die Entscheidung über die richtige Therapie im Einzelfall hängt von ganz vielen individuellen Faktoren ab. Die muss also immer individuell zugeschnitten auf jeden einzelnen Patienten erfolgen. Deswegen gibt es die sogenannten Herzteams, in denen alle beteiligten Fachdisziplinen zusammenkommen. Das ist ganz wichtig, dass diese Art von Erkrankung in einem Zentrum behandelt wird, in der eine solche interdisziplinäre Zusammenarbeit notwendig ist. Damit möchte ich auch schon zum Ende kommen, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hier im AK Altona stehen Ihnen immer gerne zur Verfügung, wenn es um Fragen rund um Herzklappen geht. Entschuldigung. Fragen gibt es, Entschuldigung. Wenn es Fragen gibt, dann gerne.
Ja, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann möchte ich es so halten wie meine Stimme gerade und mich von Ihnen verabschieden, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.